Tag bin ich fast erstickt in Lady Pollocks Salon. So etwas hast du noch nicht gesehen. Oh, wie diese alten Frauen mein Leben ruinieren. Denk an die Umarmungen von Mrs. Clifford und Tante Annie. Glaubst du, es sind nur Vorurteile, die uns dazu bringen, die Viktorianer zu hassen? Oder gibt es dafür gute Gründe? Mir kommen sie vor wie ein Haufen stümperhafter, affektierter Heuchler. Herunter kam ich also in meinem grünen Abendkleid. Im Salon brannten alle Lampen und dort saß mein Halbbruder George im Sessel beim Feuer, im Smoking mit schwarzen Bindern. Er musterte mich von oben bis unten, als sei ich ein Pferd, das man zur Rennbahn führt. Geh hinauf und zerreiß es, sagte er schließlich. Ich würde gerne weitere 200 Jahre leben, um bescheiden zu sein. In einer solchen Zeit zu leben, wenn die Druckereien Bücher ausspucken, die voll sind von den Obszönitäten des Petronius, dem ganzen Wahnsinn Dostojewskis, all dem Zauber der arabischen Nächte und der erlesenen Qualität Voltaires. Aber nicht nur die Bücher werden dann bezaubernd sein. Die Menschen, die jungen Männer, selbst die jungen Frauen, doch diese Aussichten verbittet einen sehr. Männerbier, 30. August 1908. Lieber Litten, Abenteuer habe ich keine. Ja, Clive hat sich sehr lobend über deine Gedichte geäußert. Sie liegen vor mir auf dem Tisch und ich lese sie immer dann, wenn ich mich gerade unschuldig fühle. Ich weiß, dass Komplimente dir nichts bedeuten, weder mein naives Erröten noch irgendeine andere Form von Schmeichelei. Wenn du mich als eine Frau von gesundem Menschenverstand siehst, auch ich sehe dich deutlich vor mir. Einen orientalischen Herrscher in einem geblümten Nachthemd. Was für eine Gnade ist es, nicht zu schreiben, sondern im Weingarten auf dem Rücken zu liegen und sich Trauben in den Mund fallen zu lassen. Immer deine Regina Stephen. Es war, als hielte ich den Zauber in der Hand, der magisch sich um alle Dinge legt und sie für Augenblicke stärker glitzern lässt als Gold. Grün, das Gefieder der Sittiche, ihr harsches Geschrei, die scharfen Klingen der Palmen, grün auch sie. Grüne Nadeln in der Sonne glitzernd, doch das unerschütterliche Glas tropft weiter auf den Marmor.